WLAN 24, der Adventskalender, es geht weiter und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist eine Bündner Musiklegende, er ist der Frontmann und der Kopf von Capella Oberalp, Arno Jeli. Herzlich willkommen, freut mich riesig, dass du da bist und dass du zugesagt hast, dass er einerseits eine Session geben und dass ich dich auch noch interviewen darf. Ich bin sehr gerne gekommen, danke. Ja, danke dir. Was mich wundernimmt, du bist seit 1968 bist du dabei gewesen, bei der Gründung von Capella Oberalp und es gibt euch immer noch. Wie schafft man das so lang mit ja, praktisch den gleichen Leuten immer zusammen schaffen und das aneinander nicht auf den Grind geben? Ja, was ist so das Geheimnis von eurer Freundschaft, Zusammenarbeit, dass es so lange schon verhebt? Ja, also es ist schon ganz etwas Besonderes. Ich meine, mit den Leuten, die ich jetzt spiele, spiele ich mit allen auch über 30 Jahre. Außer den Bassist haben wir erst gerade neu gekriegt, weil leider unser Fortiger Duff verstorben ist. Aber die anderen sind alle schon über 30 Jahre dabei, von diesen 50 Jahren. Und das ist schon eine lange Zeit. Und ich glaube, auf deine Frage, wie man das schafft, das Wichtigste ist sicher Kollegialität. Das war mir eigentlich immer das Wichtigste gewesen. Noch wichtiger als das Können auf dem Instrument. Das kommt natürlich dazu. Aber was nützt es, wenn 7 Leute zusammen sind, alle sind super auf dem Instrument und niemand mag den nächsten ausstehen? Das geht kein Jahr. Also bei mir würde das nicht funktionieren. Ich glaube, bei den anderen auch nicht. Das ist sicher ein grosses Ding, dass wir eigentlich eine ganz tolle, lässige Kollegialität haben untereinander. Und vielleicht hat das auch noch etwas zu tun. Wir machen Musik zusammen, wir sind sehr viel miteinander unterwegs, aber daneben, nebst dieser Zeit, lassen wir einander in Ruhe. Dann kann jeder machen, was er will. Das heisst nicht, dass man einander nie will sehen will. Man geht vielleicht einmal da oder dort zusammen so, aber nicht, dass man ständig wie Kletter zusammenbleibt. Weil das also ist, glaube ich, sagen, schon noch wichtig. Ist es fast so eine On-Off-Beziehung irgendwie? Ich meine, es ist also ein bisschen so. Also wie ein altes Ehepärli, eine Art, ja, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen das, ja. Es geht gut miteinander, aber ab und zu geht es auch sehr gut ohne einander. Genau, ganz so. Genau. Ja. Und zudem darf man natürlich auch, wenn man zusammen ist, man darf auch mal ein bisschen gifteln miteinander. Das macht gar nichts. Das braucht es, wenn alle immer noch nicken, das ist auch nichts. Dann ist ja, das ist nicht das Richtige. Man darf schon mal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten haben, aber man muss sich dann ja wieder finden. Und wenn man gute Kollegen ist, findet man sich auch wieder. Ja, was ich gesehen habe, du kannst ja, also das habe ich ja mal gehört bei meinem Interview, du kannst ja selber keine Noten lesen, glaube ich. Gerne? Also das ist so ein bisschen dein Manko, das du hast. Ganz genau, das ist so. Jetzt habe ich aber gesehen, dass dir das relativ leicht fällt, jegliches Stück, das ihr spielt, also macht es bei dir, ah ja, das kann ich relativ lang. Gut. Wie viel von diesen Stück, also wie viele Stück kannst du insgesamt auswendig? Weiß nicht, das sind wahrscheinlich vielleicht 1000, 2000, ich weiß es nicht. 2000 Nummern? Ich kann es nicht sagen. Also, wir haben ja sehr, sehr einen Haufen Titel, die wir spielen. Und selber habe ich ja auch einige hundert geschrieben. Und da weiß man eigentlich, meistens weiß man, welches Teil kommt dann nach dem ersten Teil. Ich habe mich das auch schon gefragt, warum das funktioniert, aber es tut. Also hast du das einfach im Blut, dass es dann halt, ja. Eben wenn deine Kollegen einmal loslösen, dass es dann einfach... Ja, man weiß dann halt, wo das hingeht. Und ja, ja. Geht. Ja, ja. Es ist auch interessant, ich spiele ja mit dem Kurt Batzen, der jetzt leider heute Abend nicht mitkommen konnte. Er war auf dem Weg zum Kommen und musste wieder umkehren, weil er so schlecht geworden ist. Und mit ihm spiele ich, seit er 14-jährig ist. Jetzt wird er dann 60. Und wenn ich einmal einen Stopp mache, manchmal schauen wir einander an, wir machen beide den Stopp. Man spürt einander mit Musik machen. Ist das so ein bisschen blindes Vertrauen, das ihr ja, ineinander habt? Ja, auf jeden so. Fall. Auf jeden Fall. Ist das immer schon so gewesen? Oder hat es auch einmal. Also, hat es bei Capella Oberalp auch einmal so richtig geklopft? Oder dass ihr irgendwie an einen Punkt kam, sind, wo ihr gesagt habt, ja, nein, jetzt
konzentrieren wir uns eher auf einen Job? Oder? Nein. Ist es immer weitergegangen? Nein, das hat es nie gegeben. Es hat schon ein paar Sachen gegeben, die man vielleicht hätte müssen, der eine oder der andere mal austauschen und das gemacht hat. Aber da hat man den ausgewechselt mit einem anderen und dann ist der nächste gekommen und der ist geblieben. Also es ist ja nicht so, dass der nach 2 Jahren auch wieder gegangen ist. Und das, nein, das haben wir eigentlich nicht gehabt, nein. Du hast gesagt, also du hast insgesamt etwa 70 CDs veröffentlicht. Ja, ungefähr. Ungefähr, also, eben, also CD-Platte, ja. Alles zusammen, einfach Tonträger, ja. Es ist ja noch ein bisschen schwierig, weil du viele Sachen allein gemacht hast. Du hast mit Carlo Brunner, genau. Mit der Capella hast du auch viele Sachen gemacht. Welche CD oder Platte würdest du sagen, ist jetzt so deine wichtigste, die du in deiner Karriere gemacht hast? Sehr, sehr schwierig. Ich liebe natürlich unsere Experimente. Ich habe ja mit dem angefangen, im 79 mit einer Steelband. Haben alle einen riesen Bogen um mich herum gemacht. Nicht die Leute, nicht das Publikum, sondern die Musiker haben einen riesen Bogen um mich herum gemacht. Wie das dürfen wir nicht, oder? Unsere Folklore angreifen. Und ich habe immer gesagt, man kann das eine machen und das andere nicht lassen. Wir machen heute noch unsere traditionelle Musik wie dazumal. Aber wir haben es auch wieder gewagt, einen Sprung zu machen. Und da habe ich natürlich schon ein Lieblingsstück dabei. Ich denke an einen Sachsiländler, der ja wirklich Doppelplatin gegeben hat. Und das Album ist über 60'000 Mal verkauft worden. Die Zahlen, die man heute noch träumen kann. Kann man sich fast nicht mehr vorstellen heutzutage. Ja. Und dann gibt es wieder Sachen, die wir gemacht haben mit Classic zusammen. Das sind natürlich unvergessene Anlässe gewesen, wenn wir mit Klassik Musik zusammen aufgespielt haben in Japan. Das hat man zuerst mal gesehen im Saal auf der Bühne. Hat man am ersten Giger Tanki und nachher ist es losgegangen und das hat funktioniert. Die haben das geübt, wie wir das schon hunderte Mal gespielt haben. Ja. Und das sind dann schon so CDs, wo einem dann die Erinnerungen immer wieder kommen. Aber natürlich habe ich nebst dem allem zusammen auch eine CD mit dem Wendelenschieber, der Bündner Nationalhymne. Ich liebe die genau gleich. Also, das ist mir nicht weniger wert, absolut nicht. Also ist so ein bisschen wie mit dem Kind, man kann nicht... Also ist also, etwa so, also, ja. Man kann schlecht auswählen, ja. Dass man jetzt, da habe ich lieber als den. Nein, das ist etwa so. Ja. Und ich denke, es ist auch gleich, wenn nicht jedem die gleich gefällt, oder? Wenn es da Unterschiede gibt, bei meinen, spricht man vielleicht eher das Publikum an, beim anderen vielleicht eher das. Wir haben zum Beispiel mit den Paraguayos Aufnahmen gemacht und da haben wir viele auch jüngere Leute ansprechen können, die sonst die traditionelle Schweizer Musik vielleicht nicht gehört hätten. Und sind aber so ein bisschen auf die Bahn gekommen und haben dann das auch lässig gefunden. Ihr seid eben so, du hast es ja gesagt, eben, ihr seid sehr experimentierfreudig. Wie beobachtest du andere Sachen, wo auch so, also Schweizer Folklore findet ja auch hin und wieder einmal in der Popmusik statt. Also ich habe immer so das Gefühl, alle 20 Jahre macht wieder einmal jemand etwas mit Volkstümlichem. Findest du das gut, oder? Ja, ich finde, das darf man absolut, das darf man schon machen. Es ist heute natürlich auch einfach, um das zu machen. Eben, wie gesagt, früher hat man gezeigt auf jemanden, der so etwas gemacht hat. Heute macht jemand etwas mit einer Kette, sagen zusammen und findet ein Experiment. Also, jetzt grob gesagt, oder? Also, man kann eigentlich alles mixen. Und das kann man schon. Es fragt sich immer, wie gut wird das? Wie gut macht man das? Also, hilft so etwas, wenn jetzt der Blick zum Beispiel volkstümliche Elemente hineinnimmt. Hilft das eurem Nachwuchs? Also, ich denke, ja. Züchtet das wieder mehr Leute? Ich denke, wenn der Nicolas Senn im Blick gespielt hat, dass vielleicht der eine oder der andere auf den Hackbrettspieler, den Virtuos Hackbrettspieler geschaut hat und denkt, auch lässig und vielleicht so. Ja, also sicher nicht geschadet. Also das geht auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja, bin ich überzeugt, dass das nicht schadet. Im Gegenteil, es tut. Man sieht ja das im Jodel jetzt. Der Jodel hat ja wahnsinnig sich geöffnet. Früher
hat man natürlich nicht getraut, um nur sich vorstellen, dass einmal ein Göller mit einem Jodelclub zusammen auftritt, oder? Und heute macht man das. Das funktioniert ja wahnsinnig gut. Ja, das ist krass. Hörst du auch selber so Musik oder bist du da wirklich immer noch so offen? Du hast gesagt, du seist früher auch an Street Parade gegangen. Und so. Also hörst du heute immer noch sehr breit Musik? Ja, alles. Oder nur Gute Gag, alles. Oder? Nein. Eigentlich in meiner Zeit weniger Hudi Gegler, weil nicht, weil ich es nicht gerne habe, aber wenn man selber immer spielt und so. Also ich bin alle mal froh, wenn ich heimkomme und wieder etwas anderes kann hören als Abwechslung. Ich höre gerne Schlager, ich komponiere auch selber viel Schlager, schreibe Schlager für andere, mache das gerne. Das liebe ich. Aber ich habe auch gerne harte Musik. Gefällt. Eben darum, ich bin ein Flipperät, habe mich begeistern können von diesen Rhythmen, wie die so viele Zuschauer in Bewegung bringen, das ist ja etwas Wahnsinniges. Und ich finde das toll und faszinierend. Ist das auch vielleicht ein bisschen von anderen Genres, dass ihr euch wie so inspirieren lasst und dass euer Sound sich halt auch so ein bisschen weiterentwickelt? Oder hat das wenig Einfluss nachher auf eure Musik? Nein, vielleicht schon. Ich meine, der Josias, er kommt ja aus der Klassik. Er war ja Berufsmusiker gewesen. Und kommt aus der Klassik und hat wieder ein anderes Umfeld um sich herum gehabt auf seiner Arbeit. Und da war er wieder der, der wahnsinnig viel Erfahrung hatte. Und so, glaube ich, hat jeder ein bisschen, der andere gehört wieder gerne Country Music und das finde ich lässig so. Hat jeder so sein Gärtchen, ja. Und es fließt alles zusammen, dass irgendwie, es ja. nachher so verhebt. Also es gibt keinen, der sagt, oh nein, das darfst du jetzt nicht schnell der Radio ab oder so. Das hat eigentlich jeder eigentlich mehr oder weniger. Vielleicht nicht zu aggressiv, da bin ich vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Aber. Also du bist der Einzige von Capella Oberalp, der Death Metal hört. Ich höre das. Auch nicht immer. Ich sage immer, die richtige Musik am rechten Ort ist doch super. Und das ist mit jeder Musikart so. Und da gibt es eben auch keine Schublade, so. Nein. Sondern wenn sie einfach stimmt für den Moment. Ja, und sie muss natürlich schon ein bisschen gut gespielt sein. Das ist mir schon auch noch wichtig. Ja. Dass es wirklich auch etwas hergibt von der Produktion schon und so. Es wird eben viel noch unterschätzt, also so Metal ist ja für viele einfach nur Lärm, ja, ja. Oder? Ja, ja. Aber wenn man dann mal schaut, wie schwierig dass das zum Nachspielen ja. ist, dann kommt man dann schon ein bisschen auf die Welt. Nein, das ist absolut nicht zu unterschätzen und das hat auch seine Berechtigung. Ich meine, es ist ja auch so, also wo ich in der Schule bin, habe ich eigentlich nichts anfangen mit Ländlermusik. Ich war dann so, dass man in den Sommerferien so musste, um den Bauern ein bisschen helfen. Ich habe das sehr gerne gemacht. Es war nicht ein grosses Müssen. Und dann ein Restaurant. Ich bin auf Prada. Dann ein Restaurant. Und in dem Restaurant hat man Ländlermusik gehört. Jeden Abend. Dann dachte ich, meine Güte, was hören denn die da? Und habe mich wirklich so gelernt, reinleben in das Zeug. Im Frühjahr nur Schlager gelöst. Ich habe auch nur Schlager gespielt, einen Schlager gesungen. Und nachher hat mich der Ländler angefangen zu faszinieren. Und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Das ist jetzt wirklich etwas, was du machen kannst. Bis es ist geblieben, ja. Kann man so sagen. Ja. Ihr habt eine aktuelle CD mit einem Chor. Oder ja, mal, es ist ein Chor aus dem Prättigau. Brückenschlau heisst die. Und ich habe gesehen, dass die jetzt in diesem Jahr einige Mal wieder in der Hitparade drin war. Aber die, mich dünkt jetzt, die interessiert das nicht so wirklich. Also ist dir wichtiger, dass die Leute an dem Konzert zu dir kommen und dir mitteilen, wie sie deine Musik finden, als jetzt irgendwie so zahlen, wie viel dass er von dieser Platte und wie viel dass er von dieser CD absetzt. Es ist natürlich halt heute ein harter Kampf, der ganze CD-Markt. Weil auch in diesen Branchen... Sogar für euch?
wird heute Musik abgeladen und abgeladen und abgeladen. Und da, von dem her gesehen, ist es erfreulich, wenn man so hyperladen ist, für den Produzenten, der Geld in den Tank genommen hat, um das Ganze zu produzieren. Und von dem her ist es natürlich etwas Wichtiges. Aber sonst als Musiker habe ich natürlich gerne, wenn die Leute am Konzert kommen und das hören. Nun ist es jetzt leider mit der Rosenberg nicht mehr möglich, weil der eine nicht mehr singen kann und sie aufhören müssen. Oha. Und das ist ein bisschen schade, jetzt, wo das wirklich gut angelaufen ist, das Ganze. Man hätte können da und dort ein gutes Projekt daraus machen. Das geht jetzt halt nicht. Aber kann man nicht machen. Gott sei Dank haben wir die CD können fertig machen. Ja, immerhin, oder? Die haben wir noch fertig gebracht. Und es ist wirklich, die kommt gut an bei den Leuten, gefällt den Leuten. Und ich glaube, das ist auch zeitmäßig, eben wie wir gesagt haben, mit Jodeln. Jetzt ist das, früher wäre das nicht gegangen, da wären wir es gekauft im Verband. Und gesagt, ah, das könnt ihr aber nicht machen. Und heute akzeptieren sie das alles. Das ist noch lustig, so für jemanden, wo ist aber vielleicht traut zu sagen, dass ja. Karin Niederberger natürlich auch eine offene Person ist. Sie ist ja die Höchste vom Jodelverband. Und ja. Sie ist natürlich selber auch eine offene Person. Und das ist lässig so, wenn dann da einfach so ein deutsch gesagt sturer Bock an der Spitze ist, kann sich ja nachher nicht mehr entwickeln daneben, oder? Das ist noch lustig, weil es tönt, also für mich jetzt, wo nicht in dieser Szene aktiv ist, ist das so nach und so logisch eigentlich, dass Volkstümliche das Jodel wieder zugehört, ja. irgendwie. Ja, 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 ja. Aber du sagst jetzt so, als wäre es eigentlich eben vor 10, 15 oder vielleicht vor 20 Jahren ein riesen Skandal gewesen, ja, ja. Wenn jetzt so zwei Formationen so zusammen täten. Ja, das wäre es gewesen, auf jeden Fall. Wahnsinn, ja. Ich weiss, wir hatten mal in Biel einen grossen Auftritt gehabt mit Streicher im Kongresshaus. Und dann ist einer dort gekommen und hat mir vom VSV, das ist da gekommen und hat gesagt, Herr Jeli, wenn Sie sich das gut überlegen, sollten Sie nicht machen, was Sie heute machen. Dann habe ich gesagt, Sie wissen ja gar nicht, was Sie machen. Dann Sie doch einmal hören, was wir machen. Wir machen normale Ländlermusik, aber hinten dran stehen noch 20 Streicher. Und das ist es. Und dann haben wir dort mit denen gespielt und haben wirklich Standing Ovation in dem Kongress, wo die Leute haben getobt. Und am Schluss, nach dem Konzert, ist der zu mir hergekommen und ich gesagt, ich muss Ihnen gratulieren. Es war hervorragend. Ich habe gesagt, sehen Sie, so tut man Vorurteile. Man muss doch immer zuerst hören, was gibt's. Und dann kann man sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Aber selbst wenn es einem nicht gefällt, vielleicht gefällt es dem Nächsten. Mhm. So ist es. Bist du so ein bisschen der Bad Boy eigentlich von der Volksmusikszene, könnte man fast schon so sagen. Ja. Ja. Aber das ist vielleicht auch halt ein bisschen zurückzuführen, dass wir sind immer eine von der reisefreudigsten Gruppen gewesen, Kapellen oberhalb. Wir sind 14 oder 15 Mal in Amerika gewesen, auf Tournee, sind dreimal in Japan gewesen, sind in Afrika gewesen, sind in Südamerika gewesen, sind überall gewesen, um Musik machen, wirklich fast auf der ganzen Welt. Und da hat man immer wieder andere Musikarten gehört. Und ich habe zum Beispiel eine Steelband, habe ich zuerst mal in Kanada gehört. Das habe ich in der Schweiz nie gehört. Ja. Das hat mich so fasziniert. Dann bin ich zurückgekommen und habe einem Produzenten gesagt, du, ich habe eine Steelband gehört. Wir müssen doch etwas mit einer Steelband machen. Und so haben wir im 79 das erste Experiment gemacht. Ja. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Du hast mir noch erzählt, dass volkstümliche Musik aus der Schweiz im Ausland viel besser ankommt als daheim. Es tut einem oder es ist einfach anders irgendwie, es tut einem manchmal ein bisschen weh, andererseits darf man nicht vergessen. Ich habe ja gesagt, vorher, ich war früher auch einer, der Ländermusik nicht so gerne hatte. Das ist vielleicht einfach manchmal nicht einmal, dass einem nicht gefällt, sondern dass man es nicht gerne zugibt, weil der Kollege halt vielleicht eine ganz andere Musik hört, oder? Das kommt dann auch noch dazu. Aber sonst ist es schon so, dass einem das manchmal ein bisschen weh tut, wenn die Leute die Ohren zuheben, die jungen Mädchen und Buben, die mit dem gar nichts anfangen können. Andererseits muss ich sagen, liegt das vielleicht halt auch schon in der Schule, dass wenn man
singt, wäre vielleicht halt einmal ein Schweizer Volkslied auch so interessant wie ein irisches Volkslied. Das liegt vielleicht auch ein bisschen dort dran. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn man in Kanada aufspielt, da kommen ganz junge Leute und finden das lässig und toll. Und in Japan nicht zum Sagen, das ist ein riesen Ansturm, wenn man spielt. Und da ist man nachher am Autogrammstunde geht zwei Stunden lang nach dem Konzert. Und das ist hervorragend, wie die auf das abfahren. Und kennen sich noch aus in der Folklore. Ja. Das ist noch interessant. Ja, vielleicht als abschließende Frage. Du hast gesagt, ihr seid jetzt gerade noch in Maastrichts unterwegs, also dort ein Projekt am Anreissen. Was kann man sich da darunter vorstellen? Also wo hört man Kapelle Oberalp jetzt? Ja, im 22, sagen wir es so. Es ist so, wir gehen im 22 wieder auf unsere traditionelle Flussfahrt, schon zum 30. Mal. Und da haben wir eine Gastformation und das ist Blasmusik von Maastrichts, Maastrichtser Blasmusikanten. Und sie begleiten uns dort. Und jetzt haben sie dann ihren Abend. Und dann haben wir gesagt, zueinander mal ein bisschen kennenlernen, wäre es doch lässig, weil der Dirigent der Maastrichtser ist der Kassier von meinem Fanclub. Und so kennen wir ihn natürlich. Und haben gesagt, jetzt wäre es natürlich lässig, wenn wir mal etwas zusammen machen könnten. Jetzt gehen wir heute Abend an eine Probe und probieren einmal, wie das zusammen funktioniert. Also bleiben wir auch im 22 experimentierfreudig und auf Zack und auf jeden Fall nicht still, oder? Nein, ruhig sicher nicht. Nein. Okay, super. Ja, dann freue ich mich auf die nächsten, was sagen wir, 100 Jahre Kapelle Oberalp. Ja, ich hoffe, es ging nicht 100 Jahre, dass ich wieder einmal Dorf zu euch komme. Es ist schlecht. Nein, gerne wieder. Hat uns Freude gemacht, ja. Und vielen Dank. Ja, danke auch für den Besuch. Und ja, schauen wir mal rein. Kapelle Oberalp, sicher irgendwo in der Region nächstens. Und kaufen ihre CDs. Die sind voller Experiment. Und könnten auch aus Nicht-Ländler-Fans Ländler begeisterte machen. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ciao.